Kapitel 5 Grundrauschen. Hey. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Und du, wie geht's dir? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich... Schon gut. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Habt ihr das auch gehört? Shh. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Tja, beides, ne? Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Hier ist niemand. Finde sie und blute sie. Und meld dich danach, Bobby. Hat er gesagt, blute sie? Ich
gar nicht auffällig, so direkt vor seiner Nase. Das war jetzt auch nicht so clever. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps und... Da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick, was hast du gesagt? Hey, sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick, ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mir passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine, natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Ja, glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich, los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Er kann ja nicht wirklich rennen, ne? Scheiße. Ja, die ist ja toll gerannt. Schätze ich, hatte recht. Er wird auch zu sowas wie ein Werwolf oder so. Hier stinge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio. Ja. Irgendwie schon. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio, CD-Player und so mitbringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Oh, ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, Quantenphysik.
Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine also nicht hier. Red weiter, Junge. Ich suche nur, ob hier irgendwelche Karten oder so sind. Ich meine, das Viech haben wir ja schon gefunden. Oder besser gesagt, tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause. Und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? So würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dillen. Und du? Magst du den blasierten Dillen? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dillen. Nun, schön, dass du hier bist, Dillen. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Ja. Er geht jetzt nach rechts. Ich würde aber gerne gucken, ob da noch irgendwo was ist. Moment, hier ist was. Ach, das kennen wir doch alles schon. Ach, wir sind schon da. Okay, sehr schön. Ja, dann... Er ist rechts rumgegangen und wir haben ihn jetzt... Also, ich wollte gerade sagen, wir haben ihn jetzt verloren. Okay, dann weiß ich ja, wo wir hin müssen. Ich hoffe, wir haben ja auch schon alles angesehen, wo wir vorhin... Also, vorhin, ne? Vor einigen Stunden da waren. Was ist das denn? Das haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Brief an Krankenschwester. Brief an Krankenschwester Camp Hütten. Chris Hackett hat die Camp-Krankenschwester aufgefordert, das Camp einen Tag früher zu verlassen. Das ist nicht gerade verantwortungsbewusst, wenn noch Kinder da sind. Okay. Deshalb ist Schwester Kelly schon nach Hause. Ich hätte es ja wahrscheinlich mitgenommen, so als Beweis. Aber gut, schnitzeljagdmäßig. Hallo? Kleiner? Da bist du. Du hast die Waffe, du musst mich beschützen. Das Viech ist uns hinterhergekommen, gehe ich mal stark von aus. Dann wollen wir mal gucken, ob die Krähe nicht wiedergekommen ist, ne? Ich kann mich noch dran erinnern. Und ich weiß noch, so in typischer Dark Pictures-Manier, dass das bestimmt irgendwie mit später zu tun hat. Ich hab's euch gesagt. Und ich hoffe, dass jetzt hier noch alles soweit funktioniert. Okay. Okay. Hätte ich vielleicht vorher noch mal an den Kasten gucken sollen. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist, also... Tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den
Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Hier sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, na klar. Hör nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Und der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Oh, scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, 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 was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Das war doch klar. Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, scheiße. Fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay, ja. Nicht, dass da draußen was ist. Das habe ich mich auch gefragt. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Also ein guter Anfang wäre vielleicht mal, die Türen und Fenster zu verriegeln. Nur so als Tipp. Okay, Brian? Von oben kommen vielleicht nicht. Ist
Ist das ein Bär? Was ist das? Fuck. Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Sie sind auf dem Weg, wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Ja. Fuck, nein! Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Was jetzt? Wir töten es. Ja, besser als da dumm rumzustehen, ne? Wir töten es. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaube kaum, dass das Gewehr was bringt. Vielleicht ja doch, was soll sonst sein? Ich weiß nicht, Mann, ich halte es nur für keine gute Idee, mit rauchenden Waffen auf irgendein Supertier loszugehen. Was bleibt uns denn für eine Wahl? Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir's. Rückkopplung. Okay. Okay, komm, Dylan. Du schaffst das. Hallo. Hab's gleich. Dreh, jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Irgendetwas fehlt, aber... Aber was? Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt. Reparier's. Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung! Nein, du sollst das nicht abtrennen. Der soll durchhalten. Ach du Scheiße, sind die denn bescheuert? Die wissen schon, dass sie auch die Blutung stillen müssen. Oh. Muss das sein? Scheiße. Ja, tu es einfach, tu es einfach. Oh Gott. Dein Ernst.
Nur eine Fleischwunde, ja genau. Das Kabel, hol das Kabel, hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest draufdrücken. Der Junge, der verblutet gerade, der kann nirgendwo fest draufdrücken. Was muss ich tun? Hast du die Tasse? Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig, richtig. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Oh, ganz schlechte Idee. Oh, fuck. Aber ich nicht. Mit durchhalten meinte ich nicht, dass der dem die Hand absägen soll, sondern dass der durchhalten soll, dass man das abbindet oder so. Hallo? Ist es sicher? Naja. Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Wer ist da? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Scheiße, Dylan, was ist das? Oh mein Gott! Aber das muss frisch sein, wenn die sich noch bewegt. Willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ab mit dir. Es gibt genug zu finden, du musst nur suchen. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal.
Ich bleib hier. Ich warte auf dich.